Ich bin in meinem Leben viel herumgekommen. Bangkok, Shanghai, Palermo, New York. Wo mich das Leben, die Liebe, die Geschäfte so hin verschlugen. Aber richtig zu Hause fühle ich mich nur hier. Hier habe ich damals in meiner Jugend meine Liebe gefunden. Nein, nicht die da natürlich. Na egal. Also hier im Hotel Kerschbaumer. In diesem kleinen, aber feinen Fleckchen namens St. Valentin. Aber vielleicht sollte ich meine Geschichte von Anfang an erzählen. Ich war jung, hatte eine entzückende Begleitung und wir suchten eines Tages ein Hotel. Die Leute hatten uns dieses Hotel in der Nähe des Bahnhofs empfohlen, also checkten wir da ein. Der Empfang war herzlich und wir fühlten uns auf Anhieb wohl. Da stach uns ein kleines Büchlein ins Auge. Der Liebesglockenturm von St. Valentin und seine 7 Stationen. Wer sie alle bestehen würde, der habe seine wahre Liebe gefunden. Klar, das wollten wir uns beide auf keinen Fall entgehen lassen. Falltür hielt. Waren unsere Gefühle echt? Fühlten wir tatsächlich die wahre Liebe? Nun ja, eines aber hatte uns die kleine Broschüre dann doch verschwiegen. Im Hotel gab es einen Hauskobold. Und den sollten wir bald noch näher kennenlernen.